Ich bin zurück bei Darkness, Self, Might and Magic und es geht sofort weiter, ne? Sie wollen also nochmal hochkommen. Habe ich Ihnen nicht gesagt, was ich davon halte? Dann ist sie immer abgestochen. Okay. Okay, da kommt noch einer. Haben also immer noch nicht genug. Okay, dann gehen sie halt wieder runter. Oh, jetzt kommen neue Freunde. Die auch von oben. Wollen Sie ein Fass haben? Wie wäre das? Komm, wir schubsen einen ganz runter. Ja, das tut weh, hä? Ich komme die Treppe hoch! Ich bin der Neue, ich will auch mitmachen. Der kennt das Spiel noch nicht, oder? Aua, aua. Wie wäre es dann nochmal mit dem... Ich bin Donkey Kong! Dumm, Sie haben verloren, Sie haben kein Continuum mehr. Ich bin Donkey Kong! Oh, das tut mir aber leid. Der lebt nicht mehr, oder? Oh, das tut weh. Die wollen doch auch machen. Okay, den habe ich auch zu Tode getreten. Die 8. Ich habe fast kein Leben mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich mache. Augenblick, Saret. Sehen wir uns erst um. Okay. Ich muss nach hier oben. Das heißt, ich kann hier nichts machen, außer den Rambock betätigen. Bams. Hey, klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Bums. Ich glaube immer noch nicht. Gucken wir mal, ob immer jemand zu Hause ist. Jo, das machen sie gut. Nicht aufpassen. Sie haben sie einen geheimen Bereich entdeckt. Darf ich das auf? Ich wusste es doch. Untote? Blitzdolche? Aha. Okay, ich muss was ausmisten. Warum habe ich... Aha. Habe ich Blitzdolche bekommen. Und die bringen mir was? Hör mal auf, blödes Hetze. Und hier? Was ist denn... Da drin ist gar nichts. Das ist also einfach ein geheimer Bereich. Okay, ein Steinhauttrank haben wir noch. Ein Gegengift. Das ist immer gut. Spinnies können hier jederzeit auf mich lauern. Ich sehe hier keinen Hebel. Das heißt, ich bin... Ah doch, hier ist ein Hebel. Er klemmt. Wir müssen ihn reparieren. Die Treppe zu nehmen, würde dir auch nicht schaden. Ach ja. Wir das auf dem Weg nach oben reparieren. Macht den Raum für die Fahrzeugschienen. Aha, hier geht's nach oben. Den habe ich natürlich wieder nicht gesehen. Ah, das sind Möwen. Ich dachte schon. Oh, jetzt ruft mich auch noch jemand an. Das glaube ich einfach nicht. Ich muss mal schnell die Aufnahme kurz unterbrechen. Kleinen Moment, bitte. So, nach einer kurzen, ich nerv mal jemanden, den ich eigentlich sehr gut kenne, aber ich mag ihn eigentlich schon, aber er soll mich nicht nerven, wenn ich aufnehme. Geräusch komisch. Ich weiß, und du gehst mal weg, du stinkst, geh mal fliegen. Oh, er hängt da im Baum. Ist da was? Ich könnte da hoch, aber ich bin zu klein. Was willst du denn? Geh mal weg, du stinkst und tschüss. Mensch! Was hast du gut gemacht? Ich bin beeindruckt von deiner. Kein Schlitze stimmt mehr. Aua. Geh mal weg. Du machst. Der macht mich ja voll fertig, der Orkkopf. Warum macht der mich? Och nö. Der Pfeilbogen-Typi. Er kann mir nichts, solange ich... Geh mal weg, du stinkst. So, so. Das ist dein Los. Sieht der mich?
Ja, aber ich muss darüber. Also früher oder später sieht er mich. Ich mache hier mal einen kleinen Safe. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wie stark das hier dann doch bewacht ist. Und man kann hier echt fies weit runterfallen. Deswegen würde ich euch raten, hier aufzupassen. Hä? Ja, Fremder. Übrigens gar nichts hier. Geh mal weg, du Stinkst. Wow, das sind ein bisschen viele. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Kann seinem Freund gleich Gesellschaft leisten. Sorry für den Leck. Hab mein schönes Schild kaputt gemacht. Oh, ficken, das sind ein bisschen. Das sind viele. Was war denn das jetzt? Mich in ihn. Steh oder stirb. Ich brauche ein Schild. Deiner reicht mir völlig aus. Echt weit runter. Giftbogen. Wow, nicht runterfallen, Sareb. Nicht runterfallen. Spiel speichern. Sie sind echt stark, wenn es viele sind. Deswegen. Ich könnte jetzt hier auch die Brücke wegballern, aber dann komme ich nicht mehr rüber. Das ist dann suboptimal. Na, Hässlicher. Geh's mal baden. Oh, noch einer. Okay, ich gehe mal weg. Die sollen nur schön zu mir nach draußen kommen. Du willst gar nichts machen. Ich hab dich doch getreten. Geh mal weg. Ist da noch einer? So. Ruhe da. Jetzt brauche ich unbedingt einen Lebenstrank. So. Spiel speichern. Es tut mir leid, ich werde viel speichern, aber es ist halt einfach. Es bringt's wirklich. Es laggt's gerade ein bisschen bei mir das ganze Game. Komischerweise. Jo, dann gehen wir weiter. Weiter geht's. Der Zeitkäfer nimmt immer noch auf. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Ich entschuldige mich beim letzten Aufnehmen für den Zeitkäfer, dass man den gehört hat. Das ist nicht so schön. Nein, ich geb's ja zu. Gefällt mir auch nicht, aber er war halt einfach zu laut. Okay, jetzt sind wir da in einem Was das? Häus. Du Fremder! Ja, Fremder ist da. Ich drücke immer zu früh. Ich vergesse immer, dass der ganz schön reinlangen kann. Der liege. Oh, Kopf. Geh's mal weg, du stinkst wie ein. Was bringt das für eine Ehre für deine Familie, wenn ich dich absteche? Ich glaube, Knoblauch mitnehmen. Schön. Ich vergesse immer, dass du da mit deinem Double Hit. Danke dich. Ich hab. Hä, diesmal habe ich dich durchschaut, du hässliches Stück. Boah! Tut weh, hä? Mann, die sind sowas von stark im Moment. Ich nehme das mal zum. Nehmen den Ring des Phönix. Tun wir mal schnell ein bisschen was essen. Ich habe ja nicht so viel. Wo kommen die alle her? Die springen da. Danke für den Pfeil. Sonst haben wir ja hier eigentlich nix, oder? Oder ich kann ja hier hoch, so wie ich das sehe. Das ist ja Holz. Sollte mein Pfeil einen stecken bleiben. Toll. Ich bin wahnsinnig begeistert, wie lang das Seil ist. Okay, daneben nicht. Da oben kann man aber noch rein. Das will ich versuchen. Extra für euch.
werde ich mir dieses Wagnis antun. Auch aus diesem Grund, weil ich es kann. Okay, ich kann es doch nicht. Ach, muss sie doch einen Weg nach oben geben. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich geb's auf. Naja, egal. Ein Geheimnis weniger. Wenn die Tür versperrt ist, muss dahinter etwas Interessantes sein. Lass uns einen anderen Weg suchen. Einen anderen Weg. Seite der verbarrikadierten Tür. Also nach unten kann es ja wohl nicht gehen, oder? Sieht schlecht aus. Klärchen, Klärchen, Wunderbärchen. Wie komme ich denn hier hoch? Also doch irgendwo hier zum Fenster rein. Ich komme da einfach nicht rein. Das ist nicht... Das geht nicht. Aber... Vielleicht... Vielleicht, vielleicht... komme ich ja hier über das Dach rein. Zack. Na klar, und jetzt packe ich mich zuerst gleich mal an die Wand. So. Okay, will er nicht. Dann gehen wir halt über hier rein. So. Ist hier was? Hallo? Hallo? Zaubererrobe will ich nicht. Hab ich schon. Nach hier geht's? Nirgend. Ich hätte auch hier hochgekonnt. Wie man sich's immer unnötig schwer machen muss. Ja, das wäre ja aber sonst nicht ich, wenn ich es nicht... Ja, geh mal über hier drüber. Hört ihr den Wolf auch heulen? Nein. Nein. Spinnis. Hier riecht es nach verwestem Fleisch. Ja. Das heißt, ihr wisst, wer wieder da ist. Spinnis. Nein, Herzlichen, aber ich hab gehört, ihr mögt erstens mal kein Feuer. Was ja eigentlich auch evolutionsbedingt ist, du hässliches Stück Zemente. Was nicht gern, wenn ich dich mit Feuer behake. Das hat's nicht gern. Okay, aber ich mache hier vor der Höhle der Verdammnis Pause. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.